Hey Leute, willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Danke fürs Einschalten. Freut mich, dass ihr dabei seid. Es geht weiter in der kleinen Stadt hier. Oh, genau, hier habe ich nämlich ganz kurz was entdeckt. Ich habe mal ganz kurz die Karte gecheckt und habe gemerkt, hier war ich noch nicht drin. Und dann haben wir gleich nochmal eine Karte gefunden. Oh ja. Ach, guck mal, hier ist noch ein Abenteuerversteck, hier ist noch eine Kiste. Aha. Ja, ist gut. Und hier unten ist vielleicht auch irgendwo das Gold, das ich noch suche. Da oben sind Kondorfedern oder sowas. Oh, hier. Yay. Noch mehr zu meinen Ziffern. Diese Erdemaske wurde einem Adligen bei dessen Bestattung aufgesetzt. Die Handwerker waren angeblich in der Lage, ein nahezu perfektes Abbild des jeweiligen Trägers zu erschaffen. Naja, da war der ziemlich hässlich, oder? Ja, um die ganze Zeit Leute. Oh. Aha. Ich kann da leider nicht hin. Oh, doch, kann ich. Ja, und jetzt? Ach, kann ich jetzt hochklettern? Nee. Was ist das denn jetzt? Ach doch, ich kann hochklettern. Ich würde sagen, jetzt habe ich hier ein Loch reingeballert und... Wow, wow, wow. Ist ja jetzt bestimmt irgendwas, hä? Na, spring doch. Na gut, da geht's einfach nur raus. Oh, kakakaka. Oh, Kondorfedern. Oder? Nee, leider nicht. Noch ein paar Beeren mit. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Ich kann jetzt auch noch ein bisschen warten, der Junge. Ganz kurz noch, ich will dir noch die Federn. Das Gold unten hätte ich auch gerne noch. Was da oben? Oh, neues Basislager, Tempelviertel. Wisst. Also ich war ja schon drin im Tempel mit dem Ezli, mit dem Kleinen, aber... Unuratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt, aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unuratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen, nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie sie nicht äußern. Der Slip ist sehr gewagt. Ja. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, wirklich sogar. Oh, holen wir uns erstmal das Lager. Wie viele Fähigkeiten habe ich immer noch? Eine, okay, gut. Ich will nochmal die alte Frau finden, aber ich weiß leider nicht mehr, wo die ist. Ich finde sie wirklich nicht mehr, Leute. Ich habe echt gut nachgeschaut. Oh. Ja, vielleicht nicht gut genug. Wahrscheinlich, ja? Aha. Es ist für ihr nichts passiert. Die ganze Zeit gab es hier Stress. Oh, sehr gut. Wir haben alles. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ja, ja. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Macht das ja gleich, Rara, Rara. Oh. Was ist denn hier? Sieht ja sehr wichtig aus. Die Azteken verbrannten in solchen Gefäßen Weihrauch, um mit den Göttern zu kommunizieren. Okay. Ach man, wenn es so vibrieren würde, Leute. Es riecht immer noch nach Kupal. Ah. Ja, siehste, wie gesagt, wird es vibrieren, kann ich das ja auch genau festmachen, wo das, wo es zu suchen ist. Kann ich jetzt wegmachen, den Geier. Oh, hier, da ist noch ein Wandgemälde. Och, ist ja praktisch. Klar, bald haben wir die nächste Stufe. Der Gipfel dieses Berges verschwindet in dichten Wolken. Was die beiden kleineren Hügel an den Seiten des Berges darstellen sollen, ist mir allerdings ein Rätsel. Ist da nicht was? Nö. Okay, da gehen wir jetzt mal wieder runter.
Alles klar. Ist immer so seltsam. Wie gesagt, ich weiß nie, ob ich jetzt hoch oder runter drücken soll, wenn sie so an der Kante hängt. In dem Fall war es halt wirklich hoch. Oh, da war Geld drin. Cool, ich drücke jetzt einfach mal die ganze Zeit X, deswegen. Was denn? Lass mich rennen. Ja? Ich muss rennen. Ah, noch mehr Zeug. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das ist okay, wenn ich mich jetzt hier gut umsehe, weil ich finde das wichtig. A, wegen den Übersetzungen, dass wir da weiterkommen mit den Rätseln und B, weil es cool ist. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Ach, Lala. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Bei Unuratu ist auch alles voll. Oh, nochmal Lama streicheln, komm. Oh, Komotelama habe ich bekommen. Ich hab's gewusst, es gibt ein Achievement irgendwann. Bin ausdauernd in sowas. Oh, komm. Wow, hier war ich noch gar nicht in der Ecke. Ja, ich weiß, ich finde das bestimmt nicht cool, wenn ich mir das Zeug hier klaue. Na, nimm's mit. Bin ja eigentlich auch ein Dödel. Ich könnte schon längst das Kostüm mal anziehen, dass ich hier mehr Sachen bekomme, wenn ich was sammle. Ah, ist ja auch egal, komm. Jetzt ist es zu spät, glaube ich. Jetzt habe ich schon so viel gesammelt. Hallo? Ja, wo war nochmal die Trommler, wenn jetzt? Also die Alte und der Trommler, meine ich. Ich habe die jetzt so als Gruppe gesehen. Patiti ist auch ein bisschen verwirrt. Das sieht alles so gleich aus irgendwie für mich. Weißt du das von Quali schon? Nein, was ist denn? Den Trommler meine ich übrigens nicht. Du hast so das Gefühl, als füllen die das immer wieder nach mit der Zeit. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Hier wollte ich doch mal rein, genau. Wie gesagt, es ist echt verwirrend. Hm. Ah, guck mal hier. Da ist nämlich noch was. Will ich nicht auftauchen? Lara. Mach doch mal auf. Nee, macht sie nicht. Komisch, ich könnte hier dicht auftauchen. Oh, das ist die Färberbude. Das müsste ich eigentlich bunt sein. So, es ist eine Lagerfeuer. Der Markt, auch wo nochmal die alte Frau? Ich verstehe es nicht mehr. Die alte Frau war doch hier irgendwo. Echt noch weiter hier vorne? Die war gar nicht so weit. Ich meine, die war... Oh Gott, was weiß ich. Hier war sie doch irgendwo, dachte ich eigentlich. Aber das ist wohl falsch. Sind die auch noch am Machen hier, die Leute? Aber wenn ich gehe gleich zu Odorato, dann muss ich da halt später nochmal gucken gehen. Heieiei. Immer dieses Gesuche. Mann, Bruder, du spielst ja gar nicht richtig. Du suchst ja nur. Ja. Lara, die Suchende. Du bist ein Trommeln. Die ist mir in den Ohren schallmeiert den ganzen Tag. Hier war die doch. Hier, genau hier war sie. Ich schwör's euch, hier war die alte Frau. Aber vielleicht kommt sie irgendwann wieder. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Ist ja gut, Lara. Ich geh jetzt zu Unuratu. Tut mir leid. Kann ich da schnell hinreisen? Ich bin jetzt faul, komm. Ja, natürlich. Den Monolith kann ich jetzt eh nicht holen in der Mitte. Gehen wir hier zum Basislager. Unuratus Haus. Zu Hause. Na, wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu krumm.
Wenn ich hier so ein bisschen gucke, aber ich finde das so interessant. Es sieht alles so toll aus und ich bin ja nicht gerade bekannt dafür, dass ich Spiele durchrushe. Ich lasse mir immer ein bisschen mehr Zeit. Also, wenn ihr ein Quäntchen Geduld mitbringt mit mir, dann werdet ihr hoffentlich noch ein bisschen was erleben, natürlich. Onuratu! Oh, so geht's auch schnell. Sie haben Ätzli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ätzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ätzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Bin die Frau klasse. Die packt an, weißt du, obwohl sie eine Königin ist. Schickt sie nicht die Lakaien vor, sondern macht halt selbst. Das finde ich gut. Oha. Ah, noch eine Nebenmission. Tagebuch des Tesserano. 29. November 1603. Nach dem Abendessen verließ Lopez die Stadt. Da ich fürchtete, er könnte nicht zurückkehren, folgte ich ihm und fand ihn schließlich am Flussufer. Er stand dort und seine Lippen bewegten sich, als wäre er im Gebet. Um ihn nicht zu stören, wartete ich. Sein Austausch mit Gott muss die ganze Nacht gedauert haben und ich bedauere, zugeben zu müssen, dass ich eingeschlafen bin. Als ich wieder erwachte, stand Lopez mit einem friedvollen Lächeln über mir und die Morgensonne in seinem Rücken erzeugte einen Glorienschein. Er half mir auf die Beine und zog mich in eine feste Umarmung. Truilos, ich weiß, wo wir das Artefakt finden, flüsterte er mir ins Ohr. Oh, das ist super spannend. Hey Lara, hast du mal kurz Zeit? Komm rüber, ach, wenn du Zeit hast. Uchu möchte dich was fragen. Ja, gleich. Das hier war wirklich nicht mein Plan, als ich sagte, ich will Onuratu unterstützen. Ätzli ist stark genug. Ja, er ist ein Krieger. Oh, ich finde schön, dass er sich zu uns setzt, wirklich. Das ist ein nettes Detail. So, Konzentration. War das jetzt mit dem... Hier, Wundheilung im Kampf? Nee. Lautlos Kill. Aha. Nest der Viper. Menschengemachte Herstellungsressourcen. Hier, Leuchtmunition, Unterstützungspatronen. Genau, stellen Sie Erschütterungspatronen her. Wo war jetzt das? Im zweiten Fall erledigen. Ungepanzerte Feinde außer Gefecht setzen. Das, ja. Das glaube ich aber nicht das, was ich denke, dass es ist. Das ist nur sowas mit Angreifen. Das war, glaube ich, im Vorgänger auch schon so. Wenn da steht, außer Gefecht setzen, ist es nicht direkt ein Finisher, weil man ausweicht. Das wäre ein bisschen zu stark. Das wäre Assassin's Creed 1. Eine Taste drücken und der Gegner ist tot. Uchu und ich haben nur geplaudert. Und Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Ätzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Ätzlis Vater Sairi starb, ließ Onuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König.
Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, zwei Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Alles klar, das kriegen wir hin, oder? Mit Kabil sprechen, wo ist das denn? Oh, wird noch kurz dauern, hä? Kabil, da ist er. Ich glaube, da reise ich schnell hin. Ich bin faul. Ja, ich mache die Hauptquest gleich weiter, keine Sorge. So, da ist, glaube ich, am kürzesten, wenn ich von da aus hinsprinte. Aber voll nett, dass wir überall so Lager haben. Ich dachte, das wäre auf dem Schwierigkeitsgrad hier nicht drin, diese Basislager hieß es doch, oder? Naja. Ah, voll gut. Voll gut, voll gut, voll gut, Leute. Ich bin gespannt. Es geht da, also wenn es jetzt schon in die Kaserne geht, dann geht es ja schon quasi wieder ans Eingemachte bei Trinity. Da gibt es bald wieder ein bisschen Schießereien. Ich kann nicht mehr tragen. Ups. Ist er. So, ja, als Frau haben wir bestimmt, na gut, jetzt bei ihm nicht, aber bei ihr dann hieß es ja bessere Chancen vielleicht. Vater, oh. Vater, komm schnell, die Ichik. Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Honoratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht. Und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Was sollen wir wissen, dass der Bruder aufgehalten wurde? Hä? Ihr wisst schon, was ich meine. Also aufgehalten, vielleicht sogar aufgeknüpft. Hast du das von Quali schon? Nein. Was ist denn? Kukulkans Männer haben Abra vergiftet. Quali wollte die nötigen Kräuter stehlen, damit sie gesund wird. Wieso vergiftet? Anscheinend arbeitet Kabil mit Honoratu und den Rebellen zusammen. Wie stehlen? Verzeihung. Ah, Ishik, wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Ohoho, den werden wir aber befreien, du. Da ist ja auch noch ein Markt. Ich dachte, das hier ist der Markt. Wo es kostenlose Stoffe gibt. Schade, wo ist denn die Seherin, die alte Frau? Wie läuft's denn so? Schau, was ich für dich hab. Oh. Er hat jetzt... Achso, den hatte ich den vorher schon bei ihm, den Mantel. Hier, der Schlangenholzbogen, Ziehtempo, Haltezeit und Schaden. Ja, die 6 Himmelsmantel. Ah ja, wunderbar. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Kann ich echt mal 30 verkaufen? Komm, ich brauche eh nicht so viele Pfeile. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Nicht, dass ich jetzt so toll treffe, aber... Man muss ja so wenig schießen hier, ne? Ist euch schon aufgefallen. Das Schwarzpulver. Ja, ich weiß nicht. Reicht ja schon. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Ja, der 6 Himmelsmantel. Ich bin immer bereit zum Handeln. Das ist ja nur das Rezept, muss man sich mal vorstellen, ne? Das ist eigentlich... Komm her, ich habe vielleicht, was du brauchst. Siehst du etwas, das dir gefällt? Was hast du denn? Achso, sie hat ja nur die Rohstoffe, genau. Oh, no, das ich Albino, warte auf deine Rückkehr. Aber einfach so hinter den Marktständen rumlaufen und sich die Sachen nehmen. Warum soll ich denn was kaufen? Ich meine, ich kann mich offensichtlich hier gut bedienen. Hopp. Oh ne, warte mal, da komme ich wieder dahin, wo ich eigentlich schon mal war. Ich komme hier gar nicht rauf. Was ist denn da los? Ja, die alte Frau, ne? Aber wie gesagt, ich wette, die kommt irgendwann wieder.
Da trommeln sie auch wieder schön. Dann der Junge. Da. Die Frau weiß was. Überall Arschbacken, wo man hinguckt. Das ist furchtbar. Ich meine, das ist Tradition wahrscheinlich hier, aber... sehr arschbackig. Oh. Oh nö. Hey du Arsch, lass mich durch. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Jumil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Toll. Der Dieb muss bestraft werden. Los, jetzt triff es. Daneben. So knapp. Versuch's nochmal. Wir hatten's fast. Dein Vater wird stinksauer sein. Was? Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wow, cool. Ich bin Jamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Chimai hat's gesehen. Chimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Wer weißt du denn was? Woher? Warum sagst du wow? War gar nicht so schwer, ha? Huh? Ups. Jetzt hau ich ab mit dem Messer, haha. Danke, Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut, was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Kuali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimaye, die Wache, hasst dich. Würde Chimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Klar, das ist gut. Oh, sag Kuali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Chimai, du Feigling. Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lama-Köttel sind köstlich. Boah, voll ins Gesicht, den Stein. Alter Schwede. Der Dieb muss bestraft werden. Bitte, es waren nur Kräuter. Bitte, ich aber... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Ganz kleines Kind noch. Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke, hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Jetzt aber flott. Die hat er bestimmt in der Hosentasche der Natur gehabt, die Kräuter, so wie es aussah. Oh, der rennt genau der Wache hinterher. Hey, hey, hey. Jetzt so einen kleinen Jungen umbringen. Ich glaube, es hackt, Kinder. Was soll denn das? Der ist noch ganz grün und den wollte er einfach töten. Ah, sie sind diese Wachen denn bitte. Wartet nur, wenn ihr mal irgendwie auf dem Präsentierteller seid. Ich knall euch alle ab, ich sag euch das. Jetzt bin ich ein bisschen falsch gelaufen, da ist sie. Sagte ich nicht, du sollst gehen? Kuali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. Ach, ist ja schön. Hauptsache eine gute Tat. Bilawich!
Hat doch den Wachen jetzt ein Schnippchen geschlagen, das ist mir das Wichtigste. Auf Fräschlein. Ups. Oh, was kann ich denn verbessern? Ach genau, das Outfit. Ich habe ein Outfit bekommen. Hier, reduziert erlittenen Schaden durch Kugeln und Pfeile. Sehr schön. Aha. Nett, nett, nett. So, trotzdem die Klamotte hier anlassen. Ich würde ja gerne das andere anziehen hier. Also mit dem, dass ich für Stealth Kills mehr Erfahrungspunkte bekomme. Das werde ich auch machen, wenn ich darf. Also wenn ich jetzt hier fertig bin mit der Nebenquest, sonst reden die ja nicht mit mir, die Leute. Es wäre so schlimm, wenn ich hier meinen eigenen Stil durchsetze. Ich schmier mich ja nicht mit irgendwelchen Tierexkrementen und klebe ein paar Federn dran. Vielleicht. Außer ich habe Lust drauf. Hey. Was? Ich will dir das Horn bringen. Da. Du bist als Erste zurück. Jonas Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenty macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenty perfekt. Ich hätte Quenty nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenty suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenty mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Okay, aber das mache ich jetzt wirklich nächstes Mal dann. Amulett des Retters. Oh, 350 Münzen. Ist jetzt echt nicht viel, ne? Aber, naja, gut. Aber ein Skillpunkt dazu. Zisterne. Oh, ist das hier? Albino-Wasserschweine. Nein. Nein, 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 nein. Die schieße ich nicht ab. Könnte dich verlangen. Achso, das wird ein bisschen dauern, bis das jetzt aktualisiert wird. Aber ich hätte wirklich gerne noch die Schatzkiste hier unten aufgemacht, ne? Ja, mal ein andermal. Komm, erstmal die. Gibt's noch die Zettel hier? Sind die denn? What? Wurde mir gar nicht angezeigt, das Dokument. Was? Wo ist das denn? Unterirdisch. Und die 2 Zettel will ich noch haben hier. Ah. Ihr flötet aber ganz schön gerne, ha? Huh? Kann ich hier tauchen? Nee. Irgendwie doch erreichbar sein. Hier ist ein Zettel bestimmt. Ja, natürlich. Und noch eine Karte. Sehr gut. Dieses spanische Dokument erzählt eine der vielen Geschichten über El Dorado, die goldene Stadt. Als die ersten Erkundungsschiffe der Spanier mit Frachträumen voller Gold zurückkehrten, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer und die Geschichten wurden bei jeder Nacherzählung immer weiter ausgeschmückt. Diese Gerüchte über eine goldene Stadt führten zu zahllosen Expeditionen in die neue Welt. Ach, Eldorado. Wir wissen doch alle, dass Nathan Drake das schon gefunden hat. Ah, sehr gut. Ah, da kommen wieder ein paar.
Alles gut, ich tue dir nichts. Bin friedlich. Guck mal, die Leiter ist hier voll langsam. Ich meine, der Leiter kletterst du auch nicht mal eben so schnell rauf. Genau, ich weiß jetzt gar nicht, aber... Ah, geht's auch wieder rauf. Ja. Ja, komm, das holen wir jetzt später. Komm, Hauptquest. Weiter, weiter. Dabei, dabei. Yalla, Habibi. Den kleinen Jungen jetzt mal retten, das ist ja nicht auszuhalten mit dem Arm. Der hat immer Pech, der wird jetzt... Erst wurde er fast getötet, jetzt ist er entführt worden und wird wahrscheinlich auch bald getötet, wenn jemand was macht. Hier war ich noch gar nicht. Oh. Ist so interessant hier alles. Ich meine, es ist so authentisch auch. Hörst du buddeln vielleicht? Nee. So immer die Ecken, weißt du, wo nichts ist eigentlich. Junge, da... die Mine muss hier irgendwo sein. Uchu sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Immer da, wo es aussieht, als wäre nichts, da ist dann meistens was. Komm, oh, die alte Frau ist hier. Was machst du denn hier? Jetzt habe ich kein Geld mehr. Alles steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. Die möchte ich aber haben. Oh, die purpurne Jägerin. Laservisier, für was? Für alle Gewehre. Vollautomatische Pistole. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich kein Geld mehr, ne? Das ist schlecht gerade. Viel Glück, Lara. Aber schön zu wissen, dass sie hier ist, die alte Frau. Wow. Oh. Ich würde wirklich gerne, ne? Scheiß drauf, ich mach's einfach. Ich werde dann mal halt wieder ein bisschen hoch. Oh, das noch. Hier ist eine Pflanze. Okay, aber jetzt schnell. Oh, hier geht's am schnellsten. Wie ich an den Text kommen soll. Der muss irgendwo durch eine Höhle. Es könnte auch jeder Hauseingang hier sein. Man kann halt auch in jedes Haus rein irgendwie, ne? Das ist schon sehr erstaunlich. Oh, ein bisschen Holz. Ist nur eine Opfergabe oder so, aber es macht ja nichts. Sieht es immer so aus, wenn es irgendwo davor liegt. Hier. Alles mitnehmen. Oh. Was ist denn die alte Mine? Und Monolith ist hier auch noch. Diese zeremoniellen Keramikgefäße werden zur Lagerung von Maisbier oder Chicha genutzt. Der Boden dieser Urpu läuft normalerweise spitz zu, um die Umfüllung in kleinere Ausschankbehälter zu erleichtern. Ja, den kann ich leider noch nicht. Was? Story abgeschlossen? Alltag der Inka? Ah! Cool! Endlich da! Der Bergtempel. Oh, das muss aber ein langes Seil sein hierfür. Oh, scheiße, da sind überall die Jungs. Ich muss vorsichtig sein. Aha.
Erstmal die Pistole auspacken. Was ist die Laserknarre? Ich meine, das wirkt halt jetzt so komisch, weil alles ist... Ihre Klamotten sind so altertümlich, die Typen sind alle so altertümlich, die Kulisse... Und sie holt die Knarre raus. Schade, wie gesagt, jetzt würde ich halt gerne... ...noch die Klamotten wechseln. Oh! Oh. Ich bin drin. Norato ist eben mit Hakan aufgebrochen. Sie ist bereit, sobald du das Tor öffnest. Ah, ein Glück. Ja, wie? Die freuen sich darüber, dass die Apokalypse kommt, oder was? Hört sich zumindest ein bisschen so an, oder? Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken. Ja, definitiv. Und... Ben ist leiser. Nee, nee. Bonus-EP für lautlos Kills. Das ist gut. Das ist super gut. Oh nein, da geht's nicht weiter, oder? Sieht nur so aus. Aber das ist tödlich, wenn ich darauf versuche hochzuspringen. Diese... Natürlich sind die wieder fast so endlose Boden... Also endlose Löcher da auf dem unten Boden und so. Ne, ihr wisst schon, endloser Boden, Loch, Dings. Oh! Ich hab den anderen gar nicht gesehen, aber ist auch gut so. Was hat der andere? Oh Mann. Auf der richtigen Spur. Na, schön leise bleiben. Vorsicht. Shipalchuko so okwautan takbela ma. Mauka tuyal tuskutaki kuba lekushumakobo. Waksahola le nonoh. Vale misbalu belal. Yankoksik tuyole kukulkan lebejo. Minha? Eh? Pati kimbi. Hela mautstintani. Yep! Beine backen. Wird auch nicht besser. Leider schon dieser eine Typ, der die ganzen anderen da geopfert hat, das ist so krass, dass er die einfach alle aufschneidet und dann da wie Abfall runterwirft. Oh, Kampftraining, hä? Huh? Ich kann auch kämpfen. Hier bin ich wohl richtig. Da ist das Tor, das ich öffnen muss. Wow. Tomatschig. La tiktemakase sewentli. Temachtli quali timich masiltise. Kena, achiweyi kenta, titu. Melawa quali tikuachtoskia se chikweyi tonali. Okay. Oh, was mache ich denn? Das will ich.
Oder ich so getarnt bin. Hab ich's nicht gehört? Mich für Scheiße an. Ah, ich drück die falsche. Uiuiui. Oh nein. Oh, what? Ich hab nen Pfeil ins Bein gekriegt. Naja, komm. Da ist das Tor, das ich öffnen muss. Alles schaffe ich halt nicht mit Stealth, ne? Es wird schon irgendwie gehen, aber so. Kenke, Titu. Tlatik temakase sewentli. Temachtli kuali timich masiltise. Kena, achiweyi kenta, Titu. Melawa kuali tikuachtoskia se chikweyi tonali. Werde die roten Behältnisse, die gehen kaputt, wenn ich sie. Also, wenn ich damit Feuer drauf schieße, dann werden die explodieren. Ja. Wow. Jetzt muss ich dieses Tor öffnen. Ihr blöden Männer. Okay, das war jetzt nicht schön, aber es war selten. Und dass es funktioniert hat, war lustig. Ah gut, die war also quasi ein Stealth-Kill dafür, dass ich die halt in den Nebel gelockt habe. Das ist eigentlich auch ein bisschen krass, ne? Man lockt den Nebel und schon husten sie alle und du kannst sie einfach schön hier einer nach dem anderen wegsnacken. Na gut, Leute, das soll es aber auch gewesen sein. Ich habe ein bisschen länger gemacht, um das zu kompensieren, weil ich am Anfang rumgetrödelt habe. Ich würde mich sehr freuen über ein paar Likes. Schreibt mir was Nettes und wir sehen uns zu Shadow of the Tomb Raider. Macht's gut. Ciao, ciao.